Im Reich der Aquaristik starten wir heute mit einer Schneckenfalle. Ich wollte euch eigentlich etwas verdeutlichen. Ja, okay, zum einen, das mit der Schneckenfalle hat sich jetzt so ergeben. Klar, dass die Schnecken Gurken fressen, das ist schon, ne, schon selbstredend, wissend eigentlich. Aber ich wollte was anderes zeigen. Und zwar, was passiert, wenn wir, ich sag's mal so wie es ist, totes Grün ins Wasser schmeißen? Was passiert dann? Ja, man kann es vielleicht auch schon erkennen, da unten an der Schnecke auf dem Grund, das Wasser wird trüb. In der Regel ist beim Laufen im Aquarium, was schon lange Bestand hat oder schon lange läuft in dem Sinne, nicht so problematisch. Die Mikroorganismen setzen das Ganze um und dann cleant sich das wieder. Aber ich sag's mal so, wie es ist, einfach so eine Gurkenschale oder Gurke ins Wasser zu schmeißen, dass man, ja, dass man mal sieht, dass es dann dreckig wird. Und wenn die Biologie in dem Sinne nicht richtig funktioniert, kann das Wasser dann ganz schnell anfangen zu kippen. Denn die Restbestandteile, die ins Wasser übergehen von der Gurke und von den Ausscheidungen der Tiere, denn die Verdauung ist dementsprechend natürlich auch sehr schnell, ja, macht das Wasser tatsächlich einfach schlecht. Das mal kurz so am Rande mitgenommen. Das heißt im Klartext, ich werde jetzt, heute Morgen habe ich das übrigens reingeschmissen, werde dann jetzt gleich hier Wasserwechsel machen, 50%, und die Gurke rausnehmen. Die bekommen sie auf jeden Fall nicht mehr, denn das Wasser wird doch zu sehr belastet. Das sollte man nicht vergessen, wenn man auch frisches Grün tatsächlich füttert. Ja, wie gesagt, wenn du ein eingelaufenes Becken hast, dann kleine Mengen sind nicht schlimm. Aber jetzt so wie hier beispielsweise, wo also kein Bodengrund drin ist, kein Filter drin ist oder dergleichen, dann fängt das irgendwann an zu gammeln und zu stinken. Okay. Jetzt sagt er einfach, okay, ein Feierabend. Ne? Nein, ich werde natürlich die Gurkenscheibe jetzt rausholen, ganz klarer Fall. Ja, so kannst du die Schnecken dann raussammeln hier. Kannst du woanders reinpacken, wenn du möchtest. Aber die sollen jetzt hier drin bleiben. Dann geht ihr mal bitte ab hier. Wie gesagt, ne, das haben wir jetzt aufgemampft heute. Och, guck mal, hübsch im Laufe des Tages. Aber wie gesagt, das sieht man jetzt definitiv. Das Wasser ist trüb geworden. Und das ist gar nicht gut, denn, naja, wissen wir schon jetzt. Totes Grün. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Nicht zu verwechseln mit Pflanzen, die lebendig sind. Die dürfen natürlich ins Wasser mit ihren Wurzeln oder auch Wasserpflanzen komplett ins Wasser. Da ist das nicht so schlimm. Auch Algen sind nicht schlimm, aber totes Material, also eine Gurke, die du zerschneidest, die lebt nicht mehr. Und die wird auch nicht mehr wachsen, sondern die wird zergehen, wieder in die Natur zurückkehren. Ne? Das darf man nicht vergessen. Denn wie gesagt, so ein Kasten, kein Bodengrund, kein Filter. Es ist ein filterloses Becken im Prinzip, einfach nur zur Aufzucht von Schnecken. Das ist aber noch nicht ganz so, wie es sein wird. Es ist noch momentan einfach nur Zwischenstufe. Da kommen wir später zu. Auf jeden Fall ist das schon wichtig, auch das mal so mitzunehmen. Ne? Du kannst ja also nicht Gurken schon reinschmeißen ohne Ende und dann freuen die Tiere sich darüber. Freuen sich wohl eine gewisse Zeit, bis hier das Sand stinkt und dann ist vorbei. Also das sollte man auf jeden Fall wissen. Ganz, ganz wichtig. Ne? So, okay, das heißt im Klartext, ich mache heute Wasserwechsel. Da seid ihr jetzt nicht mit dabei, das haben wir schon oft genug gemacht. Aber das eine oder andere gebe ich euch mit, erzähle ich euch, was jetzt hier so gegeben ist in dem Sinne. Gegeben ist nämlich beispielsweise Temperatur, die nehmen wir jetzt auch mit, von Zeit zu Zeit, wenn es wichtig ist. Und jetzt haben wir warme Temperaturen, da ist das schon wichtig. Wir haben jetzt 26,7 Grad hier. Es ist aber nicht der Höchstwert bis heute, sondern wir hatten gestern 27 Grad tatsächlich hier oben in dem Becken. Hier unten haben wir 1, 2 Grad kühler, aber hier tatsächlich schon 27 Grad. Ne, dass wir das mal mitnehmen, den Tieren geht es gut, sind alle wohlauf, sind alle unterwegs, alles okay. Kriegen auch gleich nach dem Wasserwechsel nochmal Futter, bevor es in die Haier geht. Ja, aber auch hier mäßig, regelmäßig, ganz wichtig zu wissen. Okay, das heißt, ich muss jetzt mal starten. Ich habe hier bei dem White Pearl Becken, bin ich schon dran, da ist schon gewechselt. Und dann gehe ich jetzt von einem Becken zum anderen. Und wenn mir irgendwas einfällt, dann mache ich mal kurz die Kamera an. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Ja, heute war ausnahmsweise mal, ja doch, zwischendurch machen wir das ja schon, mit Pflanzen. Das hier ist, ja, eine wunderschöne, eine Crystallinum. Eine Anthurium. Anthurium crystallinum, die tatsächlich auch anfängt zu blühen. Unscheinbar, aber wunderbar, wenn wir den Samen ernten können von dieser wunderschönen Pflanze. Ich hatte mal meinen Kopf davor, pass mal auf. Ist schon irre, was die für große Blätter hat und solch eine krasse Erscheinung.
Wahnsinn. So, und dann ganz kurz gezeigt hier unser Kakaobaum. Der bildet Blätter aus ohne Ende. Also man sollte nicht zu viel dran rumfummeln, denn das mögen die nicht. Dann kriegen die ganz schnell Flecken an den Blättern und sehen dann später nicht ganz so hübsch aus. Aber ich versuche den mal zu drehen. Ich muss aber aufpassen, den müssen wir die Tage mal umtopfen. Denn der Baum ist schon, wie soll ich sagen, heftig groß geworden. Ja, weiter kriege ich ihn nicht gedreht jetzt und schmeiße ich mir die andere gleich um hier. Also ist ein Monster. Das ist wirklich ein Monster geworden. Das ist übrigens eines der vorherigen neueren Blätter. Wahnsinn, wie groß die geworden sind. Und hier kommen hier hinten auch ganz viele neue große Blätter zum Vorschein. Ist echt irre. Aber ganz klarer Fall, in einem kleinen Topf lassen sich Pflanzen tatsächlich einfacher pflegen. Denn sie verbrauchen das, was man reingießt, meist schon innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen. Und das ist natürlich der größte Vorteil in der Pflege der Pflanzen. So, und jetzt kommen wir aber tatsächlich auch zu dem Kasten hier heute. Paludarium, Vivarium, Terrarium, kommen wir auch. Aber als allererstes werden wir das Becken heute checken. Das ist unser Red Fancy Tiger Becken. Hier ist Lavamulch drin. Wir haben hier einen interessanten pH-Wert, schon lange Zeit. Und hier sind wir jetzt in der zweiten Variante, was Aquamonton angeht. Mehr erzähle ich gleich, sonst habe ich ja nichts mehr zu erzählen, wenn ich gleich die Kamera da drauf halte. Aber ich gehe erstmal Hände und Arme waschen, denn ich muss heute noch ein bisschen Wasserwechsel machen. Die meisten habe ich schon gemacht, außer den Bokashi-Eimer und unten das Spezi-Becken, wo wir schon lange Zeit Aquamonton in der Anwendung haben. Und auch das Liquizell, was wir auch hier anwenden. Aber ich bin ganz ehrlich, mittlerweile nehme ich das Liquizell für alle Aquarien. In kleinen Mengen, ganz klarer Fall, um mal zu beobachten. Wir haben ja schon einige Tests damit gemacht, wir haben gesehen, es läuft richtig gut. Und von daher ist das in der Versorgung für die Garnelen natürlich von Vorteil, aber auch für die Schnecken tatsächlich und alle anderen Kleinstlebewesen im Aquarium. Das ist eine ganz tolle Erkenntnis, die wir da gewonnen haben. Also wirklich ganz toll. Ja, wie gesagt, ich habe fleißig sauber gemacht gestern und dementsprechend können wir heute mal bessere Einblicke bekommen in die Aquarien insgesamt. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man etwas sauber gemacht hat, ne, dann ist halt so, dann kannst du halt mal schöner zeigen. Ist so. Aber wenn man was Sauberes sieht, ne, dann weiß ja keiner, was man da gemacht hat, beziehungsweise dass man was gemacht hat. Deswegen ist gar nicht so verkehrt, dass man die Aquarien vorher auch mal so sieht, wie sie eigentlich sind. Aber das hat man ja gesehen und von daher, ja, geht es heute etwas in die Tiefe. Die Crystallinum. Ja, ich erzähle es dir ganz kurz nochmal. Sie mag einen pH-Wert bei 6. Sogar leicht runter. 5 bis 6 kannst du sagen. 6, 5. So, das ist so ihr Milieu, wo sie sehr gut zurechtbekommt. Die hat so schöne, samtige Blätter. Oh, das ist so herrlich. Wirklich wunderschön. Ja, okay. Das kurze dazu. Wie gesagt, zu dem Kasten kommen wir auf jeden Fall heute. Das nehme ich mir unbedingt vor. Das heißt, der Film könnte durchaus wieder länger werden. Aber okay, werden gleich füttern auf jeden Fall. Das ist Crosta Mineral. Kennen wir mittlerweile alle. Das hatte ich bisher in meiner Anwendung. Und jetzt haben wir hier Aquamonton in der Anwendung und kein Crosta Mineral mehr. Also bei dem Becken hier und unten bei dem Becken. Was wir gleich auch noch zu Gesicht bekommen. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Ne, und da unten, wie gesagt, da gibt es kein Crosta Mineral mehr, sondern tatsächlich Aquamonton. Als Ausgleich oder als anderes Mittel in dem Sinne. So, gefüttert habe ich jetzt gerade hier, damit wir es auch zu Gesicht bekommen. Hier sehen wir auch eine Wilde, die ich dazugesetzt habe. Die soll sich hier mit den Red Fancy Tiger verpaaren. Und wenn das passiert ist, dann kommt sie bei uns in den Hang-On-Kasten und kann dort ihre Babys entlassen. Das ist eine coole Methode, um Garnelen zu kreuzen. Also die Weibchen woanders reinschmeißen, wenn sie Eier haben, wieder raus. Das ist die einfachste Methode tatsächlich. Okay, also Futter, wie gesagt, habe ich vorhin reingeschmissen. Das ist irgendwo dazwischen gerutscht und dementsprechend hampeln die da jetzt alle rum. Aber okay, ist also wirklich grandios anzusehen, wie es den Tieren hier geht. Ich gehe mal ein bisschen rüber, dass wir auch nochmal gucken können, wie wunderschön hier die Pflanzen sich entwickeln auch. Das ist schon grandios. Das Moos, wie das hier wächst, das ist fantastisch. Also seitdem wir hier düngen regelmäßig, na klar, solltest du auch, wenn du kannst, regelmäßig diese Filme hier gucken. Also ist eine Serie mittlerweile, eine große Serie. Und man nimmt immer wieder etwas mit, etwas Kleines oder etwas Großes, je nachdem. Neue Projekte, wie die Projekte sich entwickeln. Alles drum und dran gibt es dazu.
Und das ist natürlich grandios, denn ganz famos ist das halt so. Denn das kann man sonst eigentlich nirgendwo anders tatsächlich sehen. So, aber es geht jetzt um die Werte. Also, wir haben hier Lavamulch drin. Ja, das ist also richtig cooles Zeug, muss ich sagen. Damit ich aber, habe ich jetzt also sehr gute Erfahrung gemacht. Okay, pass mal auf. Dann haben wir jetzt einen Wert von, ich muss mal eben, Moment, I'm so sorry. Einmal kurz ein bisschen drehen. Ist der Akku gleich schon alle? Kann man was erkennen? Ja, so bei 6,5 liegt er ungefähr. Das ist sehr interessant, denn das ist auch der Wert, den wir damals hatten hier. Der hat sich also in keinster Weise verändert jetzt. Wie gesagt, wir haben jetzt das Aquamonton hier in der Anwendung beim Lavamulch. Und da stellt sich natürlich die Frage, wird der pH-Wert sich da dauerhaft erhöhen mit der Zeit, wenn wir das kontinuierlich anwenden? Das wende ich übrigens genauso an wie das Crustum Mineral, ne? Also regelmäßig so zweimal die Woche ungefähr. Und, aber auch in kleinen Maßen, ne? Ganz klarer Fall. Aber tolle Sache, dass es bis dato also wirklich funktioniert. Mikro-Siemens-Wert, warte mal, wo habe ich den hier? Ist übrigens so ein Magnet dran, ne? Kannst einfach so da dran hängen. So, mal gucken, was wir jetzt drin haben. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so gebacken. Jawohl, gucken, wir sind bei 200, knapp 240 Mikro-Siemens, also das ist okay. Aber das ist auch so, ja, der Wert, wo ich sage, ein bisschen tiefer geht noch, ne? Besser ist das. Ich habe lieber die 200 im Auge. Wenn es dann drüber geht, ist nicht so schlimm. Aber wenn ich mir vornherein höheren Wert anlege, sagen wir, ich nehme mir 250 und der geht dann auf die 300, da ist mir dann schon zu riskant und von daher fahre ich lieber einen Wert bei 200 plus. Das ist dann für mich auf jeden Fall und für die Tiere, wir sehen, sehr angenehm in der Handhabung. Und man braucht auch weniger von den, ja, Mineralstoffen, die man dann dementsprechend dazu gibt. So, ist jetzt noch irgendwas Interessantes, Wichtiges hier zu erwähnen? Nein. Also, bis dato funktioniert das. Das werden wir natürlicherweise ganz klar weiter beobachten, ne? Wie sich das dann so entwickelt. Das sieht auch ganz hübsch aus, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Wurzeln werden mir zu lang. Und das haben wir immer noch nicht ausprobiert. So, pass mal auf, das machen wir nämlich jetzt als allererstes, würde ich sagen. Währenddessen ich dann den Akku gewechselt habe, machen wir das. Wir werden hier mal die Wurzeln zurückschneiden, um mal zu gucken, wie sich das dann im Laufe, ja, der nächsten Tage, Wochen entwickeln wird. Ich schiebe das Licht mal eben an die Seite, damit ich an die Pflanzen rankomme. Mal gucken, der hat jetzt einen Ausläufer hier gebildet. Ich halte das jetzt sogar abgebrochen hier. Lol. Dann nehmen wir mal den kleinen raus hier. Und machen jetzt einfach mal einen Wurzelschnitt, um mal zu gucken, ja, wie sich das dann entwickelt, ne? Das könnte also sehr interessant sein. Den kleinen hier, den lassen wir noch. Nehmen wir mal den großen raus hier. Aber das ist schon heftig. Pass mal auf. Oh, jetzt muss ich doch beide Hände rausnehmen. Zum Rausnehmen nehmen. Lol. Ne? Also das ist schon. Ja, das ist jetzt hier die Nabelschnur. Die können wir, okay, die geht so ab. Da brauchst du nur dran ziehen, dann gehen die schon ab. Okay. Ich meine, die Pflanzen sind ja so ganz hübsch, ne? Auch mit den Wurzeln, das sieht total klasse aus. Aber wie gesagt, das wird mir einfach too much. So, guck mal. Ist das nicht eine hübsche Pflanze? Der Froschbiss? Richtig klasse. Aber die gefallen mir schon, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das mit den langen Wurzeln, das hier fällt mir nicht so. Okay, dass wir das dann jetzt soweit schon mal mitgenommen haben. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist tatsächlich, dass die Farben der Garnelen, seitdem ich das Aquamonton anwende, wesentlich intensiver geworden ist, also kräftiger. Das ist definitiv so. Ja, okay, ist ein Langzeitprojekt, bitte nicht vergessen, ne? Da ist jetzt auch gerade schon ein kleinerer zwischen der Busse Philandra, die geblüht hatte. Also das mit Düngen hat hier schon was gebracht auch. Definitiv. Ne? Also da brauchst du auch nicht so eine große Angst haben, wenn du das so angehst, wie wir das jetzt machen hier. Mäßig, regelmäßig. Wobei so regelmäßig, das sieht auch cool aus, so regelmäßig braucht das gar nicht sein. Wenn du das erstmal in der Anwendung hast und du siehst, dass die Pflanzen kräftig grün sind, dann kannst du auch das Düngen wieder runterfahren. Oder noch weniger. Wir düngen also nicht nach Angaben des Herstellers. Never ever. Da kommt viel, viel weniger rein. Und wir sehen, das ist vollkommen ausreichend für die Pflanzen, für die ganze Biologie schadet das auch nicht oder so. Also das ist schon eine ganz tolle Erkenntnis, die wir hier gewonnen haben. Aber gut, mit Düngen ist ja sowieso, dass wir lieber weniger düngen als mehr. Ich meine, guck dir die Pflanzen an. Das sieht schon krass crazy aus. Ja, okay. Also wie gesagt, die Farben sind definitiv intensiver geworden hier bei den Garnelen. Das kann man augenscheinlich schon so mitnehmen.
Oh, ich könnte jetzt schwärmen ohne Ende und dir zugucken ohne Ende, aber ich will dich jetzt auch nicht langweilen. Pass mal auf. Das heißt, wir machen jetzt dann dementsprechend weiter. Es geht weiter mit unserem Santa-Becken. Ja, ist schon witzig, der Name, der Santa. So, hier zeige ich dir jetzt mal die Anwendung von dem Krusta Mineral, was ich bisher immer genommen habe, wie ich das so mache. Ja, bei dem Becken jetzt hier, und das ist bei allen Becken dann dementsprechend gleich, außer bei den großen, da kommt dann natürlich die, ja, kann sagen, die doppelte Menge rein. So, das ist ungefähr die Menge, ich halte mir die Hand davor, dass man vielleicht nochmal so einen Größenvergleich hat, die jetzt hier reinkommt. Ne? Und das streuen wir tatsächlich auch einfach hier oben rein. Da machen wir keinen Tamtam von. Das streuen wir einfach so ein bisschen verteilt hier drüber. Und dann können die Garnelen das aufnehmen. Okay, das habe ich bis dato so angewendet. Wende ich auch weiterhin an, weil das andere ist alles ein Test. Dürfen wir nicht vergessen. Ne? Das heißt also im Klartext, dann zeige ich dir jetzt auch, wie ich das Aquamonton anwende. Ich zeige dir gleich auch den Originalkasten. Es ist zwar eine große Menge, die man sich da kauft, in dem Sinne, also da hast du für Ewigkeiten was, aber es ist auch eigentlich für Teiche konzipiert, nicht konzipiert, sondern gedacht. Ne? Und von daher habe ich mir gedacht, das muss doch auch für die Garnelen funktionieren. Wobei, wir hatten das ganz zu Anfang damals schon mal Thema gehabt. Da wurde mir dazu auch mal geraten, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist also nicht auf meinem Mist eigentlich gewachsen. Nur ich habe es dann jetzt halt thematisiert und bin dabei, das halt kontinuierlich anzuwenden und zu sehen, was passiert dann. Ne? Gut, weil damals hatten wir erhebliche Probleme gehabt, falls ich noch daran erinnere, dann habe ich das auch abgesetzt, weil ich nicht wusste, wieso, weshalb, warum meine Tiere immer gestorben sind. Mittlerweile wissen wir das ja, woran das gelegen hat. Und seitdem wir das wissen, ja, läuft natürlich besser. Und deswegen nach wie vor immer wieder erwähnt, Hände bitte waschen. Und ich sag's dir jetzt auch nochmal, meine Hände, die wasche ich nicht nur einfach mit Wasser, sondern tatsächlich mit Seife, Flüssigseife, wenn es geht auch mit Desinfektionsseife tatsächlich. Aber anschließend richtig heiß schrubben und spülen die Hände. Denn die Falten und so, das ist schon wichtig, ne, dass da alles rausgeschrubbt wird, auch aus den Nägeln und Nagelbett und hast du nicht gesehen. Das muss richtig kräftig geschrubbt werden, auch die Arme. Das ist schon ganz wichtig. Ne. Das habe ich jetzt vorhin gemacht, einmal Grundreinigung im Prinzip der Hände und der Arme. Und jetzt packe ich alles Mögliche wieder an. Da gehe ich zwischendurch dann mal ins Badezimmer, spüle das einmal mit heißem Wasser ab, die Hände, und dann ist auch gut. Ne. Aber dadurch, wie gesagt, haben wir damals enorme Verluste bei den Garnelen gehabt, weil wir da nicht drauf geachtet haben. So, ich werde auch die gleich nochmal, oh, guck mal, wie schön das jetzt wächst. Ja, das ist, es ist fantastisch, ne? Das ist unheimlich, oh, das sieht richtig krass aus. Und wie gesagt, wenn das so grün ist, dann kann man noch weniger düngen. Das ist definitiv so, ne? Du musst einfach die Botanik auch in der Aquaristik, ja, im Aquarium beobachten, ne? Wir hatten damals hier, falls du dich noch erinnerst, Kalimangel gehabt. Wir hatten fast weiße Blätter. Ich habe das Kali, glaube ich, zweimal in der Anwendung gehabt. Und danach nicht mehr, sondern ganz normal gedüngt wie alle anderen Aquarien auch. Und das hat sich dann selbstständig reguliert mit der Zeit. Klar muss man auch hier Geduld mitbringen, ne? Denn eine Düngung bedeutet nicht, dass am nächsten Tag alles grün ist. Das wird 2, 3, 4 Wochen dauern, bis du da tatsächlich ein Ergebnis siehst. Deswegen musst du aufpassen, dass du nicht, wenn nach einer Woche irgendwie immer noch alles gleich aussieht oder es immer noch, ich sag's mal, vielleicht sogar schlechter aussieht, dass du noch mehr und noch mehr und noch mehr düngst in der Hoffnung, dass die Pflanzen ganz viel aufnehmen können. Die Pflanzen haben nur auch ein gewisses Maß, was sie aufnehmen können. Da kannst du reinkippen ins Aquarium so viel du willst. Da kannst du die ganze Pulle reinkippen, deswegen können die nicht mehr aufnehmen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ne? Mäßig, regelmäßig, obwohl das Regelmäßige kann man, wie gesagt, schon auch wieder vergessen, wenn es erstmal richtig grün ist. Dann kannst du zwischendurch einfach mal düngen und gut ist, dann hat sich die Kiste auch wieder. Aber wenn's, man muss es erstmal zu Gange bringen. Das ist das A und O. Ne? Bring es erstmal zu Gange, habe Geduld, übertreib es nicht und wunder dich nach ein paar Wochen, wie es dann plötzlich von ganz alleine explodiert. Naja, wächst. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt von den Aufnahmen so hin. Ich habe das extra mal so trapiert, dass wir vielleicht auch mal unsere wunderschönen Fische hier sehen können. So, jetzt kommt erstmal Wasser rein. Ich verwende immer reines Wasser, also in dem Sinne Osmosewasser bei uns. Bei uns kommt kein Leitungswasser ins Aquarium, weil durch Leitungswasser hole ich mir alles Mögliche mit rein, was ich einfach nicht im Wasser drin haben will. Deswegen verzichte ich darauf und arbeite hier mit einer Umkehrosmoseanlage. Du kannst aber auch das Wasser direkt aus dem Aquarium nehmen, wenn du jetzt nur ein Becken hast, ne? Ansonsten würde ich da doch schon aufpassen, wenn man nicht weiß, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Denn wenn du Pech hast, dann verteilst du alles von einem Becken ins andere. Wobei ich da jetzt nicht das Problem habe, aber ich sage es dir, damit du das dann doch vielleicht richtig machst. In dem Sinne, denn ich weiß ja nicht, wie deine Becken aussehen. Ne? Ganz klarer Fall.
So, ich nehme mal was weg von dem Aquamontoni und zeige dir das mal. Das ist jetzt die Menge, die hier reinkommt. Ne? Also nicht wirklich viel auch. Das kommt jetzt hier rein. In dem Zuge mache ich in der Regel auch schon gleich das Liquicell mit rein. Das können wir auch machen, was wir auch wenden. Dann mache ich das gleich mit rein hier. Und die Garnelen lieben das Zeug. Das ist echt der Burner. Da musst du unbedingt mal ausprobieren. Du siehst es schon, wenn du es so reingibst. Ne? Aber ich würde es vorher auch auflösen, weil du siehst, es plumpst runter. Ne? Und dann hast du es unten liegen einfach. Sondern löse es vorher ein bisschen im Wasser auf. Und du wirst sehen, die Tiere reagieren da drauf. Ne? Also die fahren da voll darauf ab, auf dieses Liquidzelt. Also bin ich so froh, dass wir das in der Anwendung jetzt haben hier. Ja, das hilft, selbst im Aquarium hilft das tatsächlich. Ne? Alle Organismen bekommen dadurch tatsächlich... Ja, ihr kriegt gleich, Moment, kann nur eins nach dem anderen machen. Ja, ne? Jetzt wollen wir erstmal unsere Zuschauer bedienen und dann bediene ich euch gleich. Nehmen wir es mal auf, das mache ich jetzt mal eben schnell. Oh, da tut einem ja auch leid, ne, wenn die da so rumschwimmen und sagen, komm, gib uns doch mal was zu futtern hier, ne, und ich hampel hier einfach weiter rum. Hör mal auf, das machen wir. Die kriegen nämlich nur Staubfutter tatsächlich. Und zwar bekommen die auch das Baby-Shrimp bei uns hier. Ich zeig's nochmal kurz. Das lieben die. Das lieben die wirklich. Ja gut, die Garnelen auch, aber die Garnelen bekommen auch was anderes. Aber bei denen hier ist das so, ne, die nehmen halt nur das feine Futter an. Die haben nichts von diesen Sticks oder so, da gehen die auch gar nicht dran. Die schwimmen mehr so im oberen Bereich herum. Manchmal sind sie auch unten zugange, aber eher weniger. Ja, ist halt so, wie es ist. Ne? So, habe ich den Namen jetzt nicht im Kopf, dann lese ich ihn ab. Das sind unsere Boraras brigitae oder Brigitae Moskitobärblinge. Rasbora, die Moskitobärblinge. Ganz tolle Fische für Garnelen. Also ganz toll, muss ich sagen. Da habe ich so viel Freude mit und bisher hat es also den Garnelen definitiv nicht geschadet. So, und die Suppe, die kommt jetzt ins Aquarium rein. Ne? Also das ist eine ganz tolle Sache. Ich schwenke einmal rüber, mal gucken, kriegen wir das so hin. Ja gut, ist jetzt nicht das beste Bild, ne? Aber ich glaube, kann ich noch weiter wegzoomen? Ja, kann ich, super, siehst du, ne? Also nehmen wir die Suppe und wir haben das jetzt halt hier ja aufgelöst. Da verteilt sich das besser im Aquarium, denn auch die Babys bekommen das dann, ne? Als wenn ihr jetzt so einen Klumpen da reinschmeißt. Und von daher ist das schon in der Anwendung besser. So, dann kippt man das jetzt einfach mal rein hier und dann verteilt sich das mit der Strömung. Und da haben die Tiere jetzt beides im Prinzip, ne? Mineralstoffe, die ja auch im Liquidzell übrigens drin sind, aber da sind andere Mineralstoffe drin, das darf man bitte nicht vergessen. Ne? Mineralstoffe sind nicht gleich Mineralstoffe, sind nicht alle gleich, ne? Und das ist schon ganz wichtig zu wissen, definitiv. Ja, okay, also jetzt haben sie dann erstmal genug da hinten und dann versorge ich gleich noch die anderen, aber wir machen jetzt erst etwas anderes, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, das auch mitzugeben, wie sich das so entwickelt hier. Ne? Aber dazu muss ich erstmal sauber machen. Beziehungsweise nicht sauber, sondern trocken, damit wir auch ein bisschen mehr sehen können. Ich kann ja schon mal die Belichtung einstellen. Okay, dann gucken wir gleich mal, wie das da drin aussieht. Wir testen das jetzt mal hier in dem Becken. Ich habe jetzt das Liquicell angesetzt, ohne Aquamonton. Mal eben die Lampe rübergeschoben und das geben wir jetzt einfach mal in die Strömung rein. Und dann gucken wir mal, wie die Tiere darauf reagieren. Das ist nämlich sehr interessant anzusehen. Ich hoffe, die machen jetzt auch mit hier. So, ich habe das, kannst du sehen, ne? Reingegossen. Und da gucken wir jetzt mal die Aktivität der Tiere an. Kannst du schon erkennen hier? Guck mal, was da los ist. Hieß er das? Da hinten auch. Und hier. Und auch, guck mal, überall. Die krabbeln wie die Irren jetzt. Das ist also ein Futter, muss ich sagen, was richtig Vitalität bringt. Ne? Also jetzt sage ich mal Bewegung in dem Sinne. Das ist schon heftig. Aber auch hier, ganz wichtig nochmal erwähnt. Maß der Dinge ist die Menge. Das ist ganz wichtig. Ne? Also du kannst hier nicht haufenweise reinkippen. Minimalistisch. Ne? Da musst du dich einfach rantasten. Mach da bitte nicht zu viel. Von egal, was du machst. Ein bisschen ist immer gut. Ein bisschen mehr kann zu viel sein. Ne? Das ist eine Lernphase auch. Da musst du durch als Anfänger. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Da kann dir keiner sagen, du musst bei deinem Becken das so und so machen. Das sei denn, ich sehe dein Becken jetzt richtig. Ne? Ich sehe deine Tiere, ich sehe, wie es ihnen geht und wie das alles innen drin ausgestattet ist und wie die Wasserwerte aussehen. Ich weiß, wann sie zum letzten Mal gefüttert wurden und so weiter. Dann kann ich dir ganz klar eine Empfehlung geben. Aber ansonsten, eine Pauschale gibt es nicht. Ja? Die kann dir keiner geben. Man sagt ja auch, leg Futter rein und nach einer oder zwei Stunden holst du wieder raus, was nicht gefressen wurde. Ja, ich sag's so, wie es ist auch Quack mit Soße, weil
Es ist abhängig davon, was man reinschmeißt, wie viel man reinschmeißt. Ne? Wenn ich hier einen Stick reinschmeiße, beispielsweise, der ist in 3, 4 Stunden ist der noch drin und die fressen immer noch, auch in 5 Stunden. Da ist noch nie irgendwas passiert. Ne? Wichtig ist halt nur, dass du so viel fütterst, dass sie es auch aufbrauchen. Ne? Dass das nicht da nächsten Tag noch drin rumgammelt. Aber ansonsten, wie gesagt, das sind alles Erfahrungswerte, die man lernen muss. Das ist definitiv so. Ne? Alles schon klasse anzusehen, muss ich sagen. Ja, okay. Wie du siehst, Schwimmpflanzen habe ich auch hier entfernt, eine ganze Menge, weil die sind so heftig gewachsen gewesen. Das habe ich in allen Becken mal wieder gemacht. Ja, okay. Dann haben wir das mal bildlich mitgenommen. Jetzt kurz nochmal zu den Schnecken, zu dem neuen Projekt. Am besten ist es übrigens, wenn du ein Becken aufgesetzt hast vorher schon. Ich zeige es mal kurz. Das sollte eigentlich so aussehen. So sollte das aussehen und nicht so, auch wenn es so schön klar aussieht und so. Aber für die Schnecken ist das nicht der Burner. Aber wenn man gut füttert und weiß, was Sache ist, dann geht das so auch. Im Laufe der Zeit werden sich ja auch Algen entwickeln. Aber wenn man kann, sollte man tatsächlich schon ein grünes Becken zum Ansetzen der Zucht, in dem Sinne der Schnecken, verwenden. Okay, also, was war passiert? Wir hatten es Anfang des Filmes gesehen, ja. Da hatte ich mit reingeblendet von gestern den Clip oder die Clips in dem Sinne. So, das mit der Gurke war nicht der Burner. Das Wasser war total trüb gewesen. Ich habe tatsächlich 90% des Wassers dann gewechselt. Da kam also wieder Osmosewasser aufgesetzt mit GHKH+ rein und genauso wie für die Gubbis auch. Und dann habe ich sie dann heute Morgen gefüttert, genau, auch mit dem Liquidzell, das haben die weggefuttert. Aber was interessant war bei der ganzen Aktion jetzt, nachdem die Gurke das Wasser komplett vertrübt hatte und ich dann Wasserwechsel gemacht habe, war hier Schwimmen tun die ja nicht in dem Sinne. Paarungsstimmung war dran. Seit gut heute Morgen kann ich das beobachten, dass also immer wieder sich Schnecken hier verpaaren, als wenn die dadurch angeregt wurden, tatsächlich hier sich vermehren zu wollen. Wie auch immer. Das ist eine sehr interessante Sache, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja gut, das ist auch das erste Mal, dass wir Schnecken tatsächlich alleine, ohne andere Lebewesen beobachten können. Wobei sicher auch andere Lebewesen hier drin sind, in dem Sinne. Ne? Mikrobiologie, ganz klarer Fall. Ja, das ist also sehr interessant. Mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Aber wie gesagt, hatte ich anfangs erwähnt, komm, brauche ich nochmal drüber quatschen. Das ist jetzt Fakt der Dinge. Und die kriegen gleich nochmal Liquidzell tatsächlich als Futter. So, wenn schon, denn schon, dann zeige ich dir auch nochmal, wie ich das jetzt hier mache. Übrigens kommt auch hier tatsächlich Aquamonton zum Einsatz. Ne? Mäßig, ganz klarer Fall. Ne? Die haben wir also weniger drin, also dementsprechend müssen wir auch weniger reingeben. So, dann geben wir jetzt einfach mal hier das Liquidzell rein. Dann kannst du auch mal sehen, wie das nach unten geht. Ne? Bupp, und dann liegt es auf dem Boden. Und dann können die Schnecken drüber krabbeln. So, hier kommen jetzt 4 Tropfen rein tatsächlich. Ist momentan Maß der Dinge. 3, 4. Das ist Maß der Dinge momentan, kann sich vielleicht noch ändern. Ich hatte sie, war das jetzt heute Morgen, glaube ich, gefüttert gehabt. Und das war jetzt weg gewesen. Dementsprechend habe ich das jetzt nochmal gemacht. Und was jetzt hier oben aufschwimmt, hier, ne, das hier, das holen die sich auch. Also die können an der Oberfläche schwimmen und schnabulieren das da auch tatsächlich weg. So, und durch das Liquidzell bekommen wir also keine Trübung im Wasser. Okay. Es sei denn, du verwendest zu viel, dann Logitech. Jetzt stehe ich hier und weiß nicht, wie ich anfangen soll. Lol. Also, das Liquidzell ist eine richtig coole Sache. Auf jeden Fall als Zusatzfutter, wohlgemerkt. Mich würde es nicht wundern. Schade, dass ich nicht in die Firma fahren kann, mir angucken kann, wie die das herstellen. Wenn die Inhaltsstoffe, die jetzt hier drin sind, auch verwendet werden für andere Futtermittel, für Sticks beispielsweise, einfach nur so als Lockmittel für das Futter, dementsprechend, dass die Tiere darauf abfahren. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber das nun nebenbei erwähnt. So, was wollte ich jetzt gesagt, getan, gemacht haben? Jetzt bin ich ganz konfus. Ich mache erstmal eine kurze Pause. Achso, ich wollte die Tiere füttern. Das war das, genau. So, das heißt im Klartext, was kriegen sie heute? Du weißt es schon, ne? Du weißt es schon. So, die hatten ja schon, dann kriegen die jetzt erstmal hier was. Genau, wir nehmen das Complete. Nein, nicht das Compo Complete, sondern das Dennerle Complete. Ganz einfach, weil sie mit dem Futter in der Regel nicht abhauen können, weil das schwer ist. Und die haben da lange was dran zu knabbern. Also das dauert echt lange. Das ist nicht in 2 Stunden weg, brauchst nicht denken. Also 4, 5 Stunden kann das dauern. Aber das geht. Ne? Da brauchst du keine Bange haben. Das funzt schon. Und wie gesagt, wir können sie dann auch in Ruhe beobachten. So, aber wie gesagt, man sollte auch so viel füttern, angepasst der Tiermenge. Das ist so, ne? Du kannst also nicht einen großen Stick, wenn du 2 Tiere hast, da reinschmeißen. Da haben die nächsten Monate noch was von zu fressen. Und dann wird der Wasser schlecht, klarer Fall.
So, jetzt bin ich natürlich konfus, ich weiß gar nicht, doch hier, die hatte ich alle unten noch. Unten noch, ach, das ist auch, da gucken wir gleich auf jeden Fall noch rein. Das ist ja unser Spezi-Becken, wobei alles Spezi ist eigentlich mittlerweile. Ach so, Bokashi-Eimer kriegt auch, da muss ich Wasserwechsel heute noch machen. Das könnten wir eigentlich mal zusammen machen bei dem Becken, das haben wir noch nie gemacht, ne? Aber ich glaube, heute wird das zu viel, wenn wir das jetzt auch noch angehen. Mal auf, ich mache morgen noch einen Film und dann machen wir das morgen. Ne? Weil im Moment geht es mir wieder richtig gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt 3 Tage voll den Durchhänger gehabt. Ich habe trotzdem gearbeitet, klar, aber ich habe voll den Durchhänger gehabt. Ne, wenn du mich sehen würdest nach dem Film, ich schwöre dir, Rollstuhl in die Ecke schieben, lass den Kerl in Ruhe. Glaub's mir. Ist definitiv so. Ich weiß nicht, wo dann es gelegen hat. Ja, vielleicht weiß ich es doch. Aber auch egal. So, haben wir jetzt alle was zu futtern? Was wollte ich? Oh! Oder die Waldfee. Jesus und Maria, die haben aber richtig Hunger. Ach, siehste, wir haben einen vergessen. Nee, die anderen müssen auch noch was haben. Aber unser White Pearl Becken, und da gucken wir gleich auch rein. Weil das ist so faszinierend anzugucken. Ich habe heute tatsächlich, gestern Abend sauber gemacht, wo ich ja eigentlich filmen wollte. Habe das Filmen dann aber sein lassen, weil sonst komme ich hier nicht zugange. Wasserwechsel und filmen und erklären und erzählen. Das funzt nicht, da kommst du nicht vorwärts. Ne? Und deswegen habe ich in einem Rutsch erstmal die Wasserwechsel gemacht in Ruhe. Habe mir alles angeguckt und so und alles ordentlich versorgt. Und das mache ich jetzt auch gleich noch. Ja, es ist faszinierend, die Welt der Aquaristik. Es ist grandios, was da alles möglich ist, insbesondere bei den Garnelen. Also da haben wir schon so viel gelernt und erfahren. Auch wenn ich mir nicht unbedingt einen Gefallen damit tue, wenn ich Sachen ausprobiere, anstatt Sachen zu kaufen und auszuprobieren. Ja, gut, das Aquamonton habe ich auch gekauft in dem Sinne. Aber wie gesagt, ne, da hast du was und dann hast du dann für 100 Jahre ausreichend. Oh, das ist so... Ey, ich stehe hier rum, erzähle und du siehst gar nichts. Lachst du dich weg, ne? Mhm. Ist so. Wenn das jetzt einer sehen würde, haha, lol, du siehst es jetzt, der würde glauben, ich hätte meine Tiere noch nie gefüttert. Guck dir das an, was die abgehen hier. Holla, die Waldfee, das ist der Burner. Das ist so crazy, also krass. Aber da macht das richtig Spaß, ne? Das Versorgen und Füttern. Aber wie gesagt, man muss alles in Maßen und man muss es lernen. Oh, guck mal, wie die Kugel hier abgeht, ey. Holla, die Waldfee. Ja, das habe ich so auch noch nie gesehen, ganz ehrlich. Das ist ja richtig krass, die schieben sich ja gegenseitig durch die Gegend hier. Meine Güte, nee. Also die kriegen jeden Tag was zu futtern, brauchst keine Angst haben, sogar 2-mal am Tag. Ne? Also ich fütter die 2-mal, definitiv, manchmal sogar 3-mal am Tag. Aber, boah, guck dir das an, ey, die schieben sich dagegen. Das ist der Hammer. Wie geil, sorry, wie cool ist das denn? Im Ernst jetzt? Das ist ja crazy. Die sind immer für Überraschung gut, immer. Also ist so krass, das ist so fantastisch. Ja, meine Güte, gut, mittlerweile sind die Babys ja schon halbstarke hier, ne? Also, das ist schon richtig krass cool. Also, ja. Aber da macht das Zugucken so viel Spaß, guck mal. Das ist so, ja, auch die Neuen, die sich hier entwickeln, ne? Ich bin ja echt mal gespannt, weil die jetzt Weiß auch mit drin haben und Schwarz, ne? Was dabei rumkommen kann. Ja, siehst du wohl. Okay, komm, wir gucken gleich nochmal. Jetzt würde ich sagen, mache ich erstmal eine kleine Pause. Aber du siehst schon, ne, das Saubermachen hat schon was gebracht. Man kann also wesentlich besser die Garnelen jetzt betrachten. Auch hier die Farbgebung ist schon, das ist schon crazy. Obwohl das jetzt, warte mal, ich kann noch einmal kurz, das wackelt jetzt ein bisschen. Sorry, wenn der Bildschirm so groß ist. Oh, halt die Augen zu am besten dann. Deswegen mache ich keine neue Einstellung oder so. Doch, was wollte ich jetzt gemacht haben? Ach so, die Weißbelichtung wollte ich umgestellt haben. Pass mal auf, ich mache jetzt mal auf bewölkt, ne? Dann sind die Farben noch mal intensiver tatsächlich. Weil wir haben hier Weißlicht und dann ist es besser, im bewölkten Modus aufzunehmen. Dann kommt da ein bisschen mehr Farbe rein. Die tatsächliche Farbe wohlgemerkt, ne? Weil ich schalte noch mal um, ne? Moment, jetzt so. Da ist das alles ein bisschen, ja, schwächer in dem Sinne, farbtechnisch. Ja, okay, also wenn du jetzt großen Bildschirm hast, ist natürlich so Nahaufnahmen nicht so gut, ne? I'm so sorry. Ja, ich mache mir da auch einen Spaß mit, glaubst du wohl, ne? Denn ohne Spaß im Leben, ne, macht das Leben ja nur ohne Spaß, von daher. Okay, ich gehe kurz in die Pause. Kriegen wir das heute echt noch gebacken hier? Ich glaube bald nicht, weil das ist so fantastisch anzusehen. Ja, ist schon heftig. Ja, und die Fische, wie gesagt, die schwimmen hier oben rum. Also die interessiert das gar nicht hier unten. Also bis dato zumindest. Ich habe noch keinen gesehen, der unten bei mit rumschwimmt und sich da irgendwann wegpickt. Okay, so, jetzt erstmal kurz in die Pause. Nein, noch keine Pause, denn ich habe gerade gesehen, da wollten wir auch noch gucken hier.
weil man weiß, wie das nach der Pause aussieht. Ne? Das ist schon ein Hammer. All die sind so verfressen. Und da kannst du dir jetzt auch mal vorstellen, ne? Ich zoome mal zurück, ist nämlich so, wenn jetzt geschwächte Tiere hier drin sind oder, ich sag's mal so, die Tiere etwas längere Zeit nicht zu fressen gekriegt haben, dann neigen die zu Kannibalismus. Das ist definitiv so. Dann schnappen die sich den Schwächsten und der wird dann von den anderen aufgemampft. Das ist so, ne? Also brauchst du dich nicht wundern. Das habe ich schon des Öfteren mittlerweile erlebt. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Deswegen regelmäßig füttern ist schon wichtig. Ne? Nicht die Menge, die man füttert, ist wichtig, sondern das Regelmäßige. Ja, die Menge, klar, logisch. Ne? Also nicht zu viel, das ist schon ganz klar. Aber lieber öfter, kleinere Portionen ist besser für die Tiere. Ne? Denn ansonsten siehst du ja, was die hier jetzt Kohldampf haben. Wenn ich jetzt bis morgen früh gewartet hätte, könnte es durchaus sein, dass sie in der Nacht so ein, zwei verspeist hätten schon mal. Ne? Das ist so als Zwischensnack dann, bevor die Nahrungsquelle dann kommt in dem Sinne. Da musst du einfach mit rechnen. Die schnappen sich den Schwächsten und der wird ganz einfach kalt gemacht. Ja, ist so. Da sind die Garnelen halt nicht zimperlich. Ne? Da ist sich jeder selbst der Nächste in dem Sinne. Okay. Ach so. Warte mal, da können wir im Houston. Oh, sehe ich fast umgekippt hier. So, ich hoffe, dein Fernseher steht noch. Pass auf, jetzt gucken wir mal, was wir hier für ein pH-Wert haben. Hier haben wir ja Säure drin, bitte nicht vergessen. Ne? 5,4. Also auch hier hat das mit dem Aquamonton nichts angerichtet in dem Sinne. Der pH-Wert ist nach wie vor richtig schön niedrig. Also das ist eine coole Sache. Wobei das nicht Maß der Dinge ist, dieses 5,4 oder 5,5 oder wie auch immer. Überleg mal, wir verwenden das 5,5er Soil. Und wir haben immer noch so einen niedrigen pH-Wert, obwohl ja nicht viel drin ist. Und das Soil ist schon sehr lange drin, muss ich sagen. Ist auch mal interessant, ne? Mitzunehmen. Okay, vielleicht hat das tatsächlich, das Aquamonton, auch noch einen Einfluss auf das Soil in irgendeiner Art und Weise, dass das länger stabil bleibt. Wer weiß, ne? Also pH-Wert-technisch ist da nicht so, dass man sagen könnte, boah, jetzt geht der pH-Wert nach oben durch das Aquamonton oder so. Also die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Dann müssen wir natürlich nochmal Tests machen, nur mit Wasser, ganz klarer Fall. Das können wir ja im Pflanzenbereich dann mal machen. Aber ansonsten, also bis dato, ja, läuft das richtig gut. Aber auch hier, Maß der Dinge ist die Menge. Das ist nun mal so. Ne? Kleine Mengen können zum Erfolg führen, große Mengen zum Misserfolg, wenn du Pech hast. So ist das dann halt. Ja, okay, also es läuft. Und jetzt dann doch mal kurz in die Pause. Ja, weil es so schön ist, noch einmal kurz nah dran. Wir schauen mal kurz im Hang-On-Kasten vorbei. Ja, weil die Babys entwickeln sich hier. Die werden langsam größer. Da hinten kann man sie auch erkennen. Dazwischen. Also das mit dem Hang-On-Kasten ist nach wie vor eine grandiose Sache. Auch hier. Auch da unten auf dem Boden. Ich versuche noch ein bisschen näher ran zu zoomen. Und nach Möglichkeit die Kamera nicht wackeln. Ja, ups, ist er weg. Du, ist er weg. Guck mal. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Also mit Hang-On-Kasten hier. Ich sehe die große jetzt gerade gar nicht. Die hat sich mal wieder irgendwo versteckt. Aber egal, dass wir das nochmal kurz mitnehmen können mit dem Hang-On-Kasten. Wie wunderbar das hier funktioniert. Und hier halt, stellst du dich mal ein bisschen. Nein, macht er jetzt nicht. Lol, okay. Ja, da ist hier der Schwamm. Als Überlaufschutz für die Babys in dem Sinne. Ne? Damit die also hier nicht mit überlaufen. Ja, okay. Also ist schon krass cool anzusehen jetzt hier. Also dann sind die auf jeden Fall gut versorgt. Der Wassertank wächst auch schön hier mittlerweile. Hat sich erst anfangs schwer getan. Ist jetzt, glaube ich, auch das einzige Becken, wo der richtig gut drin wächst. So, hier sind sie alle weg. Okay. Ausgewandert. Wo seid ihr? Hallo? Wo seid ihr? Ach, da hinten in der Ecke. Guck mal. Jetzt sind sie alle da hinten in der Ecke. Das ist schon krass. So, okay, meine Pause ist vorbei. Das heißt, ich gucke mal, was wir jetzt noch gemeinsam machen. Weil ich habe jetzt echt noch ein bisschen Lust, muss ich sagen. Ah, die haben schon hammermäßige Farben, muss ich sagen. Ne? Auch richtig gesund, strahlend. Ja, das ist schon eine tolle Sache. Übrigens, hatte ich das vorhin schon erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Aquamonton habe ich hier auch schon angewendet, tatsächlich. Gestern nach dem Wasserwechsel und zwar tatsächlich in allen Becken. Ja, weil wenn es läuft, dann, ich mache es jetzt aber noch nicht kontinuierlich, sondern erstmal nur ab und zu. Aber okay, ne? Es läuft, es wächst. Wunderbar, so, okay. Und nun?
Und wie geht's den Kohlgobis? Ja, denen geht's richtig gut. Die werden auch zweimal am Tag gefüttert. Die bekommen jetzt nochmal was. Ich streue das schon mal drüber hier. Das ist das Nova Bell von JBL. Und das bekommen die nur, tatsächlich. Hier sind jetzt die Babys drin, die wir letztens umgesetzt haben. Auch die kriegen das tatsächlich schon. Das krümmel ich so zwischen den Finger hier einfach kurz und klein in dem Sinne. Und das ist okay. Ja, ansonsten bekommen die großartig gar nicht wirklich viel anderes. Das ist definitiv so. Und die machen sich damit richtig prächtig. Hier ist die etwas ältere Generation. Die dürfen auch bald selektieren nach Weibchen und Männchen. Damit sie sich nicht gegenseitig verpaaren. Das möchten wir nämlich nicht. Ne? Okay, hier sind jetzt meine Zuchttiere drin. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis sie soweit sind. Hier sind, glaube ich, jetzt sogar zwei Männchen drin, soweit ich weiß. Ich glaube, ja. Ja, zwei Männchen sind hier drin. Kräftige Farbe, muss ich sagen. Also richtig klasse. Die machen sich prächtig, die Tiere. Richtig prächtig. Zur Aufzucht sind diese Kästen richtig klasse. Natürlich nicht zur Haltung, ganz klarer Fall. Aber ansonsten würde ich sagen, ja. Kurzes Update, weil ich darum gebeten wurde, wie das jetzt aussieht. Also es geht ihnen tatsächlich wunderbar. Ach so, warte mal. Ich glaube, wir müssen heute, warte mal, ich gucke mal eben, wo der Zettel ist. Wann war der letzte Wasserwechsel? Am 10., heute ist der 14., ja, heute ist der 14., ah, okay. Also heute kommt Aquamonton dazu, das habe ich auch hier in der Anwendung. Und hier kommt tatsächlich ein gestrichener Löffel, ich zeige Ihnen gleich nochmal, wie ich das dann tatsächlich mache, ne, damit du nichts Verkehrtes mitnimmst. Aber nach wie vor auch das hier tatsächlich noch nicht spruchreif, sondern alles noch im Test. Und ich muss sagen, ja, bis dato bin ich damit sehr zufrieden. Die haben es gerochen. Ja, die wollen auch was haben. Hier sind übrigens auch Tiere drin, die nicht perfekt aussehen, weil, ja, sie sollen trotzdem leben dürfen. Ne? Das ist ganz klarer Fall. Die kommen dann hier einfach mit rein. Das ist also kein Zuchtaquarium, sondern hier dürfen sie alle einfach nur drin leben. So, dann füttere ich die auch mal. Und dann gucken wir mal gleich, wie es unserem Barsch geht. Da ist er. Wie sieht es aus, Schätzchen? Ich würde sagen, keinerlei Veränderung. Also ist nicht schlechter geworden, auch nicht besser geworden mit unserem Zwergkakadu-Buntbarsch. Oh, sorry. Ach, guck mal, da ist das Weibchen. Hat er sich gleich in Pose gestellt. Wo ist er denn jetzt hin? Lol, da ist er. Also es geht ihm gut, muss ich sagen. Ne? Also kräftig, aber irgendwie, naja. Das ist nun mal so, wie das ist jetzt. Da werde ich, wie gesagt, nicht dran rumdoktern an dem Fisch, sondern ja. Entweder er packt es oder dementsprechend nicht. Huminstoffe sind auf jeden Fall mehr als genug drin. Das spiegelt auch schon wieder wie verrückt, weil das so dunkel ist. Ich zeige mal, warte mal, gefüttert haben wir. Ich mache eben den Deckel zu hier. Das ist schon ganz wichtig, dass er keine Feuchtigkeit zieht. Aber ich schmeiße ihm jetzt nichts runter hier. So, okay. Stehe ich das mal just an die Seite, dass wir nochmal kurz hier unten gucken können, wie das aussieht. Die Garnelen. Den geht es nach wie vor richtig. Den sieht man gar nicht. Gucke mal. Ist schon krass, ne, wie dunkel das ist. Durch die Huminstoffe. Ist schon krass, aber ich denke, du kannst ihn jetzt erkennen, ne? Auch da unten. Holla die Waldfee, da ist aber jetzt mal eine Farbe drin, du. Meine Güte, ne. Ja, ansonsten sieht's gut aus. Also das, ne, nach wie vor ist hier immer noch, ja, genau, Cladophora. In dem Sinne. Aber da muss ich nochmal ran die Tage. Aber jetzt ist erstmal Ruhe hier, denn jeden Tag möchte ich hier nicht eingreifen. Ja, sorry, dass das so spiegelt, aber das lässt sich irgendwie gerade nicht ändern, wirklich. Ist aber auch nicht ganz so tragisch. Ist halt so. Okay. Hier ist im Moment noch nichts drin, außer drei Schnecken oder so. Das Schwammstückchen hat auch eine Bewandtnis. Oh, wie schön, dass da drin wächst, ne? Richtig klasse. Richtig klasse. Immer zwischendurch mal Luft reinpusten, ne? Wichtig, CO2 brauchen wir für Pflanzen. So, hier sind unsere White Pearl Babys drin. Die machen sich auch gut, muss ich sagen. Richtig klasse. Was das jetzt mit dem Schwamm auf sich hat, sage ich dir gleich. Oder zeige ich dir besser sogar. Guck mal. Überall viele, viele kleine Babys. Die kriegen gleich nochmal Futter. Aber auch nur ganz wenig. So, das ist nämlich, mache ich das Licht an oder aus? Warte mal, ich versuche mal eben das Licht auszumachen, komme ich da hinten dran? Ich versuche es mal. Vielleicht können wir da besser reingucken. Ja, doch.
Da können wir doch besser sehen, auch wenn es jetzt dunkler ist, aber wir können die Tiere besser erkennen. Also hier ist echt heftig was los, muss ich sagen. Also das ist schon grandios. Siehst du die ganzen kleinen Wimmelchen da? Oh nee, ist halt süß. Unsere Salinenkrebschen, die Artemia. Ja, es läuft richtig gut. Also den Schwamm nehme ich hier für die Scheibe. Einmal für die Seite und einmal für die Seite, damit wir reingucken können. Denn du siehst hier hinten, ne, ist alles grün und das war also komplett zugewachsen. Komplett. Ich hatte ja die Tage noch gesagt, es wird nicht mehr lange dauern, bis sich dann auch hier Grünalgen entwickeln. Und wie wir sehen, es ist tatsächlich so gegeben. Auch hier entwickeln sich Grünalgen. Im Salzwasser, im Meerwasser tatsächlich auch hier. Also eine tolle Sache. Das ist ein mega cooles Projekt. Wie einfach das hier so funktioniert, das ist schon toll. Ja, jetzt steht er nicht mal richtig scharf. Oder ich habe mit der Brille irgendwas, keine Ahnung. Hier sind auch ganz viele ältere schon, also größere tatsächlich bei. Nur dummerweise kann man die jetzt gerade nicht sehen. Okay. Ist so wie es ist. Auf jeden Fall ist eine Menge Getummel hier drin. Da schwimmt auch einer drin rum. Ja, der ist drin geblieben. Ich habe nämlich nach Anraten mal Wasser rausgesaugt hier aus dem Becken. Und ja, habe das absacken lassen, den Schmand, und habe das Wasser wieder rausgesaugt hier rein. Hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Tolle Sache, so kann man den Bodengrund tatsächlich mal so ein bisschen sauber machen. Aber der ist jetzt halt 1, 2 oder 3, je nachdem, drin geblieben. Das hat man jetzt nochmal zu Gesicht bekommen. Ich habe dann nochmal frisches Wasser hier aufgefüllt und lasse das jetzt so mal zu beobachten, wie das oder die sich hier entwickeln. Viel wird man sicher nicht erkennen können, aber auf jeden Fall, hast du ja vorhin gesehen, da schwamm einer rum. Mal ein bisschen drehen hier. Da ist einer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da noch kleinere mit bei sind. Gehe ich mal von aus, auf jeden Fall. Und hier ist halt der Schmand mit drin geblieben jetzt, ne? Ja, so einfach geht es dann auch. Das filterlose Aquarium. Da tummeln sich die Garnelen rum. Also hier darf nur ganz wenig gefüttert werden, wenn überhaupt. Aber ein bisschen kriegen sie schon, nur nicht viel halt. Alles klappt gut, das Becken hier, muss ich sagen. Nach wie vor richtig klasse. Auch die Pflanze, die hier wächst. Das ist das Monte Carlo. Das macht sich wirklich prächtig, muss ich sagen. Also den Garnelen geht es gut hier drin. Die freuen sich ihres Lebens. Die bleiben jetzt auch hier drin tatsächlich. Mal gucken, was dann dabei mal entstehen kann. Also kommen jetzt keine Fischlein mehr rein. Das bleibt jetzt so bestehen. Funzt nach wie vor richtig gut, muss ich sagen. Also es gab hier noch überhaupt keine Probleme. Auch hier im immersen Bereich wächst alles prächtig weiter. Hier werde ich auch demnächst mal ein paar Schwimmpflanzen entfernen, dass es nicht zu dicht wird, dass hier unten auch, ja, Licht hinkommt dementsprechend. Wobei das Licht kommt auch von hier. Ich zeige es mal kurz. Da, ne? Da ist die Sansi 36 Watt LED. Und die scheint natürlich auch in diese Richtung hier. Von daher kriegen die hier unten auch schon noch Licht, ne? Ja, aber interessant bei der Pflanze hier insgesamt ist, dass die hier so prächtig drin wächst. Und wir haben sie auch hier unten drin. Und dort wächst sie minimalistisch. Wächst auch, ne? Sie krabbelt sogar durch den Sand durch. Aber die Blätter sind viel, viel kleiner hier. Ja, okay. So unterschiedlich kann das sein, ne? Aber auch die beiden Becken entwickeln sich komplett unterschiedlich hier. Obwohl die eigentlich gleich sind. Aber okay, es sind ja auch verschiedenartige Pflanzen drin, verschiedene Mengen drin. Es sind in beiden Becken die Neocaridina drin, die ich hier reingesetzt habe, um das Becken sauber zu halten. Und das funktioniert übrigens sehr gut, muss ich sagen. Also, ne, wir hatten anfangs ein bisschen Probleme gehabt hier mit Algenwachstum, aber das klappt tatsächlich wunderbar. Und hier haben sich auch mittlerweile schon prächtig vermehrt drin. Da sind noch ein ganz paar hübsche Tiere bei rumgekommen mittlerweile. Also auch das funktioniert. Aber hier muss ich auch Wasserwechsel machen. Das letzte Mal war am 5.7., jetzt ist der 14. Ja, morgen werde ich es wohl machen. Aber interessanterweise, bei den Neocaridinern braucht man nicht so oft Wasserwechsel machen. Also die Erfahrung habe ich definitiv jetzt schon mal so mitgenommen. Und ansonsten sind die Kästen also schon hübsch, muss ich sagen. Ne? Also tolle Sache. Aber da werden wir sicherlich nochmal was anderes angehen, was Pflanzenvermehrung angeht. Aber ich muss sagen, das hat ganz gut funktioniert. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Eins machen wir jetzt noch just, bevor ich das aber mache.
zeige ich dir mal kurz, wie ich die kleinen Babys hier rausfange. Ne, nämlich einfach so einen abgeschnittenen Boden und dann kann man die einfach transportieren, kann die rausnehmen, betrachten. Das ist eine ganz tolle Sache und die lassen das so fröhlich munter über sich ergehen. Also ist schon grandios, ne? Das ist schon fantastisch. So, siehst du wohl. Ja, okay, also, dann versorgen wir sie jetzt noch. Futter hatten sie vorhin bekommen. Und wie gesagt, Aquamonton ist zweimal die Woche. Einmal beim Wasserwechsel und dementsprechend einmal in der Woche dazwischen dann dementsprechend. Also zwischen dem Wasserwechsel, je nachdem, wann man das macht. Ein ganz klarer Fall. So, jetzt kommt ein gestrichener Messlöffel hier davon ran. Der ist Russi kippt. Lol. So, ja, das streuen wir einfach hier drüber. Da brauchst du keine Angst haben. Weil die, wenn die das nicht fressen wollen, dann fressen die das nicht. Brauchst keine Angst haben. Ne? Aber es ist auf jeden Fall auch gut für die Kiemen und so. Ne? Definitiv. Und von daher, ja, funzt das richtig gut, muss ich sagen. Ah, das macht schon Spaß, die da rauszufangen. Das kannst du mal glauben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinbekomme spontan. Ich versuch's mal. Mal gucken. Kommt ihr nochmal? Gucken, ob wir dich hier auch mit rauskriegen. So, dann komm, du vielleicht. Oder du. Nein, jetzt nicht gerade. Vielleicht ein etwas höheres Gefäß dann wählen. Jetzt habe ich einen. Tada, guck mal. Ein Männchen. Coole Sache, ne? So, lassen wir die aber wieder rein, dass du keine Angst haben musst davor. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. So, was anderes einfallen lassen. Vielleicht ein bisschen größeres Ding. Auf jeden Fall klappt das wunderbar. Das sieht ja auch mal cool aus, ne? Das ist übrigens jetzt die Einstellung, die ich gerade bei den Koi-Gubbis hatte. Nur mal so mitgenommen, ne? Wie unterschiedlich das sein kann. Aber ich stelle den jetzt mal wieder auf Automatik. So, da, tada! Guck mal, wie wunderschön. Ja, sie blüht wieder. Sie blüht wieder. Die Blattfahne. Das war die letzte Blüte. Die ist tatsächlich auch grün geworden. Das ist schon interessant, dass sie das so macht, ne? Die Spatifyllum Diamond Variegata. Das ist so eine tolle Pflanze. Die braucht auch nicht viel Licht. Eine ganz tolle Pflanze. So, dann gucken wir aber jetzt hier nochmal rein. Und dann haben wir heute auch soweit alle durch, glaube ich. Ja, also auch hier habe ich ordentlich sauber gemacht. Man sieht, man kann wieder richtig schön durchgucken und die Tiere beobachten. Ja, es gibt wieder jede Menge Eiertanten. Lol. Ja, ist so, ne? Und auch der Stein hier nach wie vor. Das sieht schon grandios aus. Ja, so, dann haben wir jetzt erstmal alles soweit durch für heute. Hier steht noch der Farn. Ich gucke mal eben rein, wie das aussieht. Ja, ein bisschen Wasser ist noch drin. Könnte ich auch mal wieder nachlegen, ein bisschen. Denn der soll immer schön feucht sein. Brauche ich jetzt nichts zu erzählen, das haben wir schon öfter gemacht. Ne? So, ja, wie gesagt, die sind jetzt da hinten alle unterwegs mit dem Futter. Aber ansonsten sieht das richtig klasse aus, auch im immersen Bereich. Auch hier habe ich jetzt jede Menge Schwimmpflanzen wieder entfernt, wie du siehst, damit auch unten Licht hinkommt. Das ist halt irgendwann einfach too much. Das ist halt so. Ein bisschen Gärtner muss man bei den Aquarien auch. Ne? Ohne dem geht's nicht. Und das ist natürlich das Schönste für mich. Da unten sehen wir jetzt zwei. Einer steht da kopfüber. Und wo ist der dritte? Der ist da. Also denen geht es auch noch richtig gut hier im grünen Becken. Die werden also minimalistisch gefüttert. Ich glaube, alle zwei Tage gebe ich ein kleines bisschen nur rein. Denn das Becken ist ja grün und die sollen sich auch schon davon ernähren, mehr oder weniger. Auch von dem Aufwuchs, der da entsteht. Aber nichtsdestotrotz werden sie auch gefüttert, ganz klarer Fall. Aber es sind halt nur drei Tiere drin. Von daher muss man da ein bisschen, ja, weniger nehmen. Denn weniger ist tatsächlich mehr. Dann haben wir doch eine ganze Menge heute wieder gesehen, muss ich sagen. Aber es macht auch mega viel Spaß, ja, die Populationen, sage ich mal so, zu beobachten. Wie sie sich entwickeln, ne, was da möglich ist oder auch nicht. Wie gesagt, gestern war Wasserwechsel gewesen. Ich muss jetzt dann in dem Zuge, das habe ich gestern nämlich noch nicht gemacht, die Nachfüllflaschen wieder befüllen, damit ich die nächsten zwei, drei Tage auch Ruhe habe. Ja, so halte ich die Werte konstant. Ne? Das ist schon ganz wichtig auch. Man sollte nicht zu viel Wasser verdunsten lassen und dann einfach wieder nachfüllen. Da verändern sich die Werte einfach zu stark. Dann, ne? Das ist vielleicht auch mit einer der Gründe, warum das so gut läuft hier. So, jetzt habe ich gerade gesehen, hier sind ganz viele Babys drin, wieder bei den Neocaridinern. So ist das, ne? Das ist ja von einem Tag auf den anderen geht das dann wieder los. So, nehme ich die schon mal rein. Hier, die anderen mache ich dann gleich noch in Ruhe fertig. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir doch eine ganze Menge heute gesehen. Viertel vor eins haben wir es, also schon ganz früh morgens in dem Sinne. Das reicht dann jetzt auch. Dann kann ich noch ein bisschen in Ruhe hier was machen.
Es gibt schon noch andere Sachen zu zeigen. Weißt Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. Aber alles in einem Film reinzupacken, das passt bald gar nicht mehr. Ne? Weil es gibt immer wieder noch Informationen oder eben auch die Verfolgung der Projekte, wie sie sich entwickeln. Das ist schon ganz wichtig. Ne? Auch wie wir vorhin gesehen haben mit dem kleinen grünen Becken, wo wir die drei Caridina drin haben, ne, die zwei Eier tragen und der eine, der dann halt keine Eier hat, ob das ein Weibchen ist oder nicht, weiß ich nicht, weil die haben wir so mit rausgefangen gekriegt, damit der eine nicht ganz so alleine ist und den anderen habe ich dann nochmal gefunden, die Eiertante, die habe ich dann noch wieder zugesetzt. So. Das war das, das war nämlich aus dem grünen Becken hier, genau, aus dem grünen Becken. So, meine Lieben, die Anthurium Crystallinum hat mich heute hier begleitet und das finde ich sehr schön, muss ich sagen, weil es gibt für mich auch immer wieder noch so einen anderen Eindruck, wenn ich jetzt nicht nur die Aquarien sehe, sondern dementsprechend auch Pflanzen. Das ist halt meine Welt. So, meine Lieben, war spannend. Und ich denke mal, die ganzen Projekte weiter begleiten zu können, wird sehr interessant werden. Insbesondere bei den Produkten, die wir verwenden. Wie gesagt, irgendwo tue ich mir da selber nicht viel Gutes. Außer dich interessiert das und du guckst das, dann ja. Aber ansonsten nicht, weil ich kann jetzt auch nicht hier, ja, was soll ich sagen, Kooperationen eingehen mit Firmen, weil da müsste ich diese Produkte zeigen und dementsprechend auch anpreisen und so weiter. Deswegen, alles was ich mache, kaufe ich mir selber und wenn ich es gut finde, dann sage ich euch das. Wenn nicht, dann eben auch nicht. Und oder aber wir gucken auch, dass wir Produkte finden, ich sage es mal so, die vielleicht gar nicht so im Hinterstübchen liegen, ne? Wo man sich denn gar nicht so Gedanken darüber macht. Aber es ist nun mal so, jetzt auch bei den Mineralstoffen, die ich zuführe, da haben wir das Crustal Mineral anfangs gehabt und seitdem wir das in Anwendung kontinuierlich haben, läuft es ja auch besser mit den Garnelen. Definitiv, also das ist auf jeden Fall so. Aber jetzt gehen wir halt einen anderen Weg, ne? Weil es ist auch ein Kostenfaktor, ne? Definitiv. Umso mehr Aquarien man hat, umso ja, intensiver werden die Kosten, das ist nun mal so, ne? Das bleibt nicht aus. Und von daher gucke ich, dass wir da den einen oder anderen Weg finden, da vielleicht auch eben einen anderen Weg gehen zu können. Lol. Ja, ganz toll. Okay, yippie, es geht auf jeden Fall ganz bald weiter, auch hier in der Aquaristik. Okay.